Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet. Es ist gewünscht worden, ob ich etwas zeigen könnte mit Schneckenhäusern, und es ist etwas gewünscht worden, ein Bild mit Struktur. Dazu muss ich sagen, da bin ich nicht so der Hirsch. Und wenn ich mal ein Bild male, dann geht das Wochen, bis mir das Bild wirklich gefällt. Also das weiss ich, oder anders gesagt, das kann ich nicht versprechen, ob da etwas kommt. Aber wenn ich einen Anfall habe, dann mache ich ein Video. Aber heute soll es das erste Mal um Schneckenhäuser gehen. Ich selber tue sie einfach wäschen und tue sie in so eine grosse Glasvase, Glasschale rein und stelle sie einfach so an, weil ich finde, Schneckenhäuser sind von Grund auf schon so schön, dass man eigentlich gar nichts mehr daran ändern muss. Aber heute werde ich etwas zeigen. Recht schlichte Dekoration, wo man aber gerade dann im Herbst innen wirklich auch abwandeln kann. Meine ist jetzt eher ein bisschen zeitlos, ein bisschen minimalistisch, aber ich hoffe, es ist eine Inspiration für dich. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt. Ich wünsche dir viel Spass dabei und am Schluss sehen wir uns nochmal. Also, bis gleich! Sind soweit fertig und jetzt kommt das Nest da drauf. Ich zeige dir ganz kurz, wie ich das gemacht habe. Ganz einfach, du nimmst, wenn du hast, Gräser. Also nochmal. Ja. Muss wirklich ein bisschen kleiner anfangen. So.
Also ich meine, wenn das ein Vogel ankriegt, dann sollte doch das auch machbar sein. Aber es ist immer das Gleiche, wenn man etwas zeigt, dann klingt es einfach nicht so, wie man möchte. Alles, was drüber schaut, und einfach hier in das Loch reinstopfen, bis es kompakt wird. Vögel haben es wesentlich einfacher, die haben einen Schnabel. Und dann habe ich ein kleines Nest. Das kann man alles hier noch abschneiden, was so raus schaut. Und dann wäre das soweit fertig. Kann ich jetzt halt ein bisschen ausprobieren. Aber mit einem Seil ist es ein bisschen einfacher. So, und dann hätten wir das Nest. Das ist jetzt ein bisschen kleiner. Und dann kommt das dort rein. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder tust du nur ein Schneckenhäuschen, Öffnung nach oben. Da kannst du nur eins machen. Das wäre sehr minimalistisch. Ich habe mir überlegt, dass ich drei Schneckenhäuschen rein tue. Und meine Idee ist, dass ich in der Öffnung des Schneckenhäuschen von dieser Pflanze, ich weiß nicht, wie sie heisst, sie ist noch angeschrieben, das ist eine Mühlenbakia. Mühlenbakia. Ich liebe die Pflanze. Und da werde ich einfach dann ein bisschen abschneiden. Und das schaut dann so hier raus. Das ist mal meine Idee. Mal schauen, ob es funktioniert. Für das habe ich hier noch ein bisschen Steckmasse. Das ist so, sind so Reste, die ich ein bisschen behalte. Das stopfe ich hier rein. Ich tue das aber natürlich zuerst annetzen. Mit Wasser. Ich lasse das schön einsaugen. Und stopfe das dort rein, ohne dass ich Schneckenhäuschen kaputt mache. Und es muss nicht gefüllt sein. Es muss einfach nur damit die Pflanze, die ich rein tue, ein bisschen länger lebt. Jetzt mal schauen, ob das funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwack da mal etwas ab. Zack.
In etwa. He? Denn kann man das eben wirklich nur einzeln machen, aber es geht dann ein bisschen unter, es ist dann ein bisschen gar wenig. Und dann platzierst du das so, wie es dir gefällt. Ich muss jetzt da auch noch ein bisschen ausprobieren. Und zu guter Letzt kommt dann mein Hübli da oben drauf. Und das ist es. Meine minimalistische Schneckendekoration. Das ist jetzt meine super minimalistische Schneckendekoration. Ich hoffe, es war trotzdem für dich Inspiration gewesen. Ich habe wirklich noch nie etwas dekoriert mit Schneckenhäusern. Ich habe überlegt, soll ich einen Kranz machen aus Schneckenhäusern. Aber es hat mich nicht so gereizt, weil ich gar keinen Schneckenkranz brauche. Wie dem auch sei. Das war meine Schneckendekoration. Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Wie du vielleicht weißt, biete ich ja Kurs an. Jetzt hat aber nicht jeder die Möglichkeit oder die Zeit, zu mir ins Atelier zu kommen für einen Kurs. Und so habe ich mir überlegt, ich komme doch einfach zu dir. Und zwar in einer abgespeckten Version. Also, dass es ein Workshop ist, der geht 4 Stunden. Und wenn du 4 Leute Minimum kannst organisieren, dann freue ich mich, wenn ich bei dir daheim vorbeikomme, oder im Laden, oder im Kaffee, oder im Verein, oder im Büro, egal. Und dann werde ich euch Grundlagen beibringen, wie man Pulp herstellt, wie man es einfärben kann, was es für Möglichkeiten gibt, von den Strukturen her. Und wir werden einfach eine tolle, kreative Zeit miteinander verbringen. Also, ich würde mich riesig freuen, dich persönlich dürfen kennenzulernen und uns dürfen auszutauschen und eine tolle Zeit zusammen können zu haben. Also, das wär's gewesen. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Herzlichen Dank, bist bis zum Schluss dabei geblieben. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.